Wenn die Menschheit nicht weiß, wo sie hin will, keine Vision hat für eine gute Zukunft für alle, dann werden die, die genau wissen, was sie wollen, die Menschheit lenken, weiter lenken vielleicht. Ich möchte was erzählen, wie es relativ einfach möglich ist, eine gute Zukunft für alle zu schaffen, wo aber halt erkennbar wenig getan wird von Seiten von Regierungen, so dass eigentlich jetzt dran ist, dass ja, viele Menschen selber aktiv werden. Es sind schon Millionen von Menschen aktiv. Es gibt unglaublich viele tolle Projekte, die kaum sichtbar sind, die ignoriert werden. Und ich möchte hier mal aufzeigen, was getan werden kann. Und das soll ein Teil einer Vision für eine gute Zukunft für alle sein. Und die Methoden, Möglichkeiten, die es gibt, sind alle erprobt im großen Stil, alle verfügbar. Und es ist jetzt an der Zeit, dass das im ganz großen Stil gemacht wird, damit wir eine gute Zukunft hinkriegen, ein stabiles Klima haben und es genug Nahrung auch für noch mehr Menschen gibt, genug Wasser auch da ist. Und gerade jetzt in dieser komischen Zeit, wo die Lokalwirtschaft kaputt geht, ist es umso wichtiger, dass wir uns wieder darauf besinnen, dass wir eine starke lokale Wirtschaft brauchen, die ökologisch wirtschaftet und eingebunden ist in die Region. Wenn die Menschheit. Ja, alles ist da für eine gute Zukunft für alle und das möchte ich hier mal aufzeigen. Wir haben Bodenzerstörung, starke Bodenerosion in vielen Teilen der Welt. Das ist katastrophal. Wir haben hier auf diesem Bild in den Ländern, die hier in dunkelrot sind, eine sehr, sehr starke Bodenerosion, Bodenzerstörung. Und da sieht man, dass diese Regionen, wo es besonders schlimm ist, nicht unbedingt die sind, was wir denken. Da, wo es schon länger schlimm ist, gibt es Verbesserungen. Und das sind jetzt die neuesten Zahlen der Entwicklungen. Allerdings sind diese Verbesserungen hier von einem sehr schlechten Niveau zum Teil. Also da sieht halt das vielleicht ein bisschen zu positiv aus, aber immerhin wird da was gemacht und das zeigt, dass es möglich ist. Der Mensch hat von 1950 bis 1990 schon ein Drittel aller fruchtbaren Böden stark degradiert oder zerstört. Und das ist einfach eine Katastrophe. Die Zerstörung der Menschheit ist hochprofitabel für ganz wenige. Und das ist leider eine sehr starke treibende Kraft, die aber nicht hinnehmbar ist. Nach E.F. Schumacher, Small is Beautiful, in den 70er Jahren weltberühmt, gab es halt die Aussage hier in dem Buch, es sollte nur Unternehmen geben, die von Unternehmern selbst geleitet werden. Wenn Unternehmen durch Kapital beherrscht werden, können diese zu mächtig werden. Ja, wir haben eine agrochemische Landwirtschaft, die die Böden zerstört, systematisch zerstört, Grundwasser vergiftet, die Luft mit Giftstoffen anreichert, Nahrung produziert, die Substanzen enthalten, die nicht tolerabel sind. Es gibt jede Menge Forschung, wie schlimm die Wirkung dieser Pflanzen sind aufs Bodenleben, auf Menschen, auf Tiere und auch das Grundwasser verschmutzen in einer inakzeptablen Weise. Und das Gute daran ist, das kann man sehr leicht beenden, weil es gibt sehr viele Methoden regenerativer Landwirtschaft, die sogar dann noch produktiver ist, sehr viel weniger Energie brauchen kann und die Landschaft aufbaut. Ja, dieses Szenario der agrochemischen Landwirtschaft führt im Endeffekt, wir haben gesehen, die Zahlen sind katastrophal, die Entwicklung ist übel. Das würde zu einer verwüsteten Erde führen. Nur noch wenige Menschen könnten auf der Erde leben. Deshalb, nach dem Szenario, stimmt es, zu viel Menschen auf der Erde.
Ansonsten ist das eine perverse Aussage, weil die Erde kann auch viel mehr Menschen tragen, wenn wir mit der Erde gut umgehen, mit dem Planeten Erde und dem Boden und eine Dauervegetation machen, die auch sehr viel Nahrung produziert. In einer solchen erodierten Welt, ist das Klima natürlich aus den Fugen. Wir sehen die Anfänge davon schon. Die Situation ist sehr viel schlimmer, als öffentlich gemacht wird. Und die Lösungsmöglichkeiten, die aufgezeigt werden, sind zum Teil nicht besonders zielführend. Und es gibt gute Wege, das Klima in Balance zu bringen und dabei aber auch noch mehr Nahrung zu produzieren und die Welt zu verbessern insgesamt. Ja, 70% der Nahrung wird global von kleinen Familienfarmen mit mittlerer Größe von 1,6 Hektar produziert. Das ist doch erstaunlich. Weltagrarbericht, UN-Report. Nur kleine Ökofarmen können die Welt ernähren. Und jetzt gibt es großartige Projekte. Ich zeige hier mal das Projekt des Lösplateau auf. Hier ist halt aus einer völlig degradierten Gegend, die schon vor ja, Tausenden von Jahren zerstört wurde. Das ist kein Privileg der Neuzeit, die Erde zu zerstören. Die großen Zivilisationen haben sich eigentlich immer oder fast immer auch durch die Zerstörung der Böden selbst zerstört. Und da sind wir gerade leider wieder dabei, das im globalen Maßstab zu wiederholen. Aber hier zeigt sich, dass bei diesem Projekt im Lösplateau durch Bau von Terrassen, durch Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit, das Pflanzen von Millionen von Bäumen, auch Nahrungsbäume zum großen Teil, das Land wiederhergestellt werden kann. Und hier nach diesem Bild, wie es war, das Bild 10 Jahre später von der gleichen Stelle in der gleichen Jahreszeit. Und hier sieht man, dass jetzt hier einfach eine produktive Landschaft ist. Die Menschen haben Wohlstand. Es gibt Reversmigration. Die Menschen kommen aus der Stadt zurück, weil sie sehen, ah, hier die Brunnen haben wieder Wasser. Unser Land ist wieder produktiv. Und das ist halt das, was ich jetzt hier das Szenario grüne Erde nenne, auf der auch 30 Milliarden Menschen gut leben könnten, weil das nicht unbedingt sinnvoll ist, dass so viele Menschen wären, aber allein die Tiere, die heute industriell gefüttert werden unter katastrophalen Umständen, fressen so viel Nahrung wie 70 Milliarden Menschen. Also diese Sprüche von zu viel Menschen auf der Erde sind einfach nur pervers und daneben. Ja, Umsetzung Stück für Stück. Da ist halt die Möglichkeit, dass wenn man jetzt so eine Region wiederherstellt, dass die Menschen sich organisieren. Vielfach ist nichts mehr vorhanden, Menschen sind alle weg und kaputte Gegenden wiederherzustellen erfordert aus meiner Sicht ganz wesentlich ein gutes soziales Umfeld, das interessant ist. Und das ist dann das Konzept, dass man ja einfach Gruppen hat von vielleicht 150 bis 300 Menschen, die gemeinsam Land bewirtschaften in verschiedener Weise, aber auch weitere Produktion haben. Und das ist das, was ich neues Dorf nenne. Und das könnten halt hier verschiedene Unterstrukturen sein, weil wenn die Menschen keine sozialen Strukturen haben, dann wird das Ganze unübersichtlich und wird eventuell schiefgehen. Und neues Dorf ist das, was ich in meinem Buch mit dem gleichen Namen veröffentlicht habe. Das Thema ist sehr, sehr gut eingeschlagen. Ich habe sehr viel Rückmeldungen gekriegt, sehr viel Vorträge gehalten. Es gibt ein großes Interesse und gerade jetzt ein steigendes Interesse, weil immer mehr Menschen merken, dass wir tatsächlich selber unser Schicksal in die Hand nehmen müssen. Ja, und das ist halt so die Idee, dass halt im ländlichen Raum, da wo vorher der Boden kaputt war, dass man das wiederherstellt. Das könnte jetzt mal so ein neues Dorf sein. Das kann aber auch zusammenwirken mit Flächenlandwirtschaft, wo man zum Beispiel Agroforstsysteme hat, Portionsbeweidung macht und weitere Methoden, die ich gleich auch noch kurz darstellen werde. Ja, das Ganze wäre die Idee, dass man die Städte auch ökologischer macht, besonders mit Dachgärten, urbanen Gärten. Warum sind auf Häusern in der Stadt
einfach nur doofe Dächer, so ein Schwachsinn. Da könnten überall wunderbare Gärten sein, die auch Nahrung produzieren, aber auch den Menschen ein gutes Umfeld geben, abseits vom Verkehr, einfach dass Lebensqualität steigt. Kinder können lernen, wie man Gartenbau macht und so weiter. Und das Ganze kann zusammenspielen mit neuen Dörfern oder Gärtnerdörfern. Und die Idee ist, dass wir die bisherige Überurbanisierung und die furchtbare Landflucht, die wir in vielen Teilen der Welt, auch in Deutschland, Europa sehen, dass wir das umkehren. Ja, es gibt halt auch in der Flächenlandwirtschaft fantastische Methoden, wie man zu sehr, sehr produktiven Systemen kommen kann, die den Boden aufbauen. Es gibt Pioniere, die das vor 20 Jahren angefangen haben und das hat sich als sehr, sehr erfolgreich herausgestellt. Und damit kann man sagen, es ist machbar. Es gibt auch in Deutschland schon immer mehr Bauern, die das machen. Und da ist halt das eine, dass man halt aufhört zu pflügen, weil das Pflügen immer wieder die Bodenlebewesen durcheinander bringt, die Bodenpilze, die ganz, ganz wichtig für die Fruchtbarkeit sind, Mykorrhizapilze kaputt macht. Und wenn dann auch noch ja, Biozide eingesetzt werden, Fungizide, dann geht es erst recht nicht gut. Und das bringt dann halt diesen Wüstenplaneten, der im Moment tatsächlich ja, kommen wird, wenn wir nicht aktiv was ändern. Und wie gesagt, es ist schon sehr viel Veränderung da und das Ganze muss jetzt halt einfach von Menschen erkannt werden, dass man wirklich Realität sieht und sich nicht einfach von irgendwelchen absurden ja, öffentlichen Darstellungen in die Irre führen lässt, sondern selber nachdenkt, guckt, was ist richtig, was ist die Basis, was passiert auf dem Boden und wie kann man es besser machen. Und da ist einer der großen Pioniere, der Gabe Brown aus North Dakota, eines der schlimmsten Klimate der Welt, ganz, ganz wenig Regen, ganz kalt, über 200 Frosttage im Jahr und der macht da eine tolle Landwirtschaft. Und das Buch ist zum Glück endlich auch auf Deutsch erschienen, aus toten Böden wird fruchtbare Erde. Und David Montgomery hat ein Buch geschrieben, was noch nicht auf Deutsch da ist, Growing a Revolution, wo er halt zeigt, wie viele Projekte in aller Welt schon auf dem Weg sind und wie das ganze Regionen verändert, die wieder Wohlstand haben, die Böden besser sind, der Regen zurückkehrt, das Klima in Balance gerät und so weiter. Ja, das ist vorhanden. Wer hier mehr gucken möchte, das Buch, hier ist auch ein Video von Gabe Brown mit deutschen Untertiteln. Dann kann man auch Böden verbessern mit Tieren. Wir brauchen Bäume und Tiere, um die Böden wiederherzustellen. Die Tiere aber in Systemen wie Portionsbeweidung, dass wir kleine bis hin zu Tagesportionen haben, wo die Tiere dann nicht alles wegfressen, eine Intensivdüngung machen und dann aber danach weitergehen, wieder weitergehen und wo dann halt so schrittweise eine Intensivdüngung ist und das alles wieder gut wachsen kann. Alan Savory hat das System sehr populär gemacht, aber es ist auch traditionell in Deutschland erfolgreich angewendet und wird noch angewendet. Und dann können die Böden stark verbessert werden mit den Tieren und die Tiere haben gleichzeitig ein gutes Leben. Und dann finde ich Tierhaltung eine gute Sache. Industrietierhaltung muss sofort aufhören. Das ist in keinster Weise akzeptabel. Ja, neues Dorf. Jetzt mal ein paar Details dazu. Überurbanisierung beenden. Also, dass wir ein Zusammenwirken haben von Menschen, die auf dem Land ordentlich wirtschaften. Dann die Stadt beliefern mit hochwertiger Nahrung, die auch alle Spurenelemente hat, dass die Menschen gesund bleiben, starkes Immunsystem haben. Dann ist man auch nicht mehr so anfällig gegen Viren und so weiter. Durch guten Boden wird das Wasser regeneriert. Wir haben also auch den Erhalt der Wasserressourcen und wir haben die Möglichkeit, dass hier interessante Lebensformen, Lebensmöglichkeiten, Lebensformen vielleicht nicht, aber Lebensmöglichkeiten entstehen, wo Menschen gut zusammenleben in einer überschaubaren Zahl, wo man sich gegenseitig kennt, wo die Kinder aber auch genug Kinder zum Spielen haben und so weiter.
Diese Idee ist gar nicht neu. Als Garden Cities of Tomorrow wurde das 1902 von Sir Howard veröffentlicht, Garden Cities of Tomorrow. Und das war auch die Idee, was quasi jetzt hier neues Dorf wäre und dass das zusammenwirkt mit ja, neuen Dörfern ringsrum. Dann gab es die Gärtnerhofbewegung, die leider ja, ein bisschen stecken geblieben ist, mangels Menschen, die in der Lage und willens waren, Land zu bewirtschaften. Aber damals gab es noch nicht so viele gute Möglichkeiten und ich zeige gleich noch ein paar Möglichkeiten, wie man wunderbar mit überschaubarem Arbeitsaufwand ertragreich wirtschaften kann. Und diese Beispiele gibt es inzwischen genug, so dass man halt einfach da auch aus dem Vollen schöpfen kann. Und das ist der große Vorteil der Globalisierung, die ja so viele verheerende Nachteile hat, dass wir voneinander lernen können in allen Teilen der Welt. Und dieses Wissen ist verfügbar, es ist zusammengetragen und insofern kann man da sofort loslegen. Die Gärtnerhofhefte sind verfügbar. E-Mail an mich, dann schicke ich die gerne zu. Ja, das wäre so meine Variante von neuem Dorf und aus meiner Sicht sollten da lokale Betriebe aufgebaut werden. Die Idee ist, dass man vielleicht 100 selbstständige Minifarmen macht, Vertrieb dann über eine Genossenschaft, hochproduktiven organischen Gemüsebau, ohne Pflügen, ohne Umgraben, Modulhäuser, dezentrale Energie- und Wassersysteme, dass man dann Werkstätten hat, Gemeinschaftsbüros, in den Werkstätten kann man 3D-Drucker haben. Und vieles, vieles mehr. Man braucht für Industriequalität heute keine Industriebetriebe mehr in vielen Fällen und man kann sehr vieles auch lokal herstellen. Und da sind wir an einigen Themen auch dran. Also sinnvolle Automatisierung finde ich gut, kann man hier gut einsetzen, aber nicht jetzt alles durch Digitalisierung platt machen, den Menschen die Arbeit mit wegnehmen generell. Das ist eine schlechte Richtung. Da müssen wir als Gesellschaft gucken, was wollen wir wirklich und die sinnvollen Sachen tun. Und da ist halt vieles möglich, was wirklich den Menschen dient und nicht einfach nur die Menschen überflüssig macht. Doofe Jobs sollen wegfallen, da bin ich absolut dafür. Wichtig ist halt tatsächlich mindestens 150 bis 300 Leute, weil man dann auch eine Schule betreiben kann. Altenpflege ist möglich, ganz, ganz wichtig. Und so kann das dann ganz rund laufen. Ja, hier ein paar Beispiele aus meinem Buch. Ich habe 25 Seiten zu lokaler Produktion. Ganz, ganz vieles ist möglich. Ich sage nicht, dass alles funktioniert. Ich sage auch nicht, dass es einfach ist. Der Aufbau ist verdammt schwer. Da muss man anpacken, sich mit guten Leuten zusammentun. Aber dann kann man was Eigenes schaffen, von dem man leben kann, was auch für die ja, Gesellschaft etwas bringt. Und da gibt es auch die Organisation Open Source Ecology, die auch eine deutsche Website gibt es inzwischen auch. Und da gibt es 50 Pläne, was man alles lokal produzieren kann, bis hin zu einem Traktor aus einer ganz normalen Werkstatt. Aus meiner Sicht wäre das ein Elektrotraktor, der dann lokal mit Solarpanels aufgeladen werden kann. Also Fülle auch hier, alles ist da. Es braucht halt Leute, die anpacken und loslegen und dafür sich möglichst zusammentun, weil alleine ist das ja nicht wirklich lustig. So, dann ideal ist die Zusammenarbeit mit großflächigen Systemen und wenn mehr Menschen auf dem Land sind, können auch komplexere Dinge in der Landwirtschaft wieder angepackt werden. Zum Beispiel das interessante System Hanfanbau für Hanftextil, Dämmstoff, Hanfmilch, Hanföl mit Humusaufbau. Da sind aber etwa 5000 Hektar erforderlich für den Maschinenpark, wenn man hingehen will bis zum Textil. Wenn man Dämmstoffe macht, gibt es da ein schönes Beispiel, hanfaser.de in der Uckermark. Ein anderes tolles Beispiel sind die Esskastanienkulturen. Kastanienmehl ist glutenfrei, auch insgesamt lektinfrei und produziert noch sehr gutes Holz, Weide für Tiere, Honig und so weiter und kann mehr produzieren als ein Weizenfeld und zugleich Schönheit in die Landschaft bringen und die ganzen anderen Vorteile haben.
Warum wird so viel Weizen angebaut? Das ist etwas, was die Menschen krank macht. Diese Monokulturen zerstören den Boden und sind ineffizient. Ja, da ist halt hier dann nochmal das Bild, wie es so aussehen könnte. Man sollte das schön machen. Man sollte natürlich gucken, dass man schöne Gegenden findet, aber eher kaputte Böden aufbaut, als die guten Böden jetzt noch besser macht. Und das ist, hat den Vorteil, dass es auch bessere Preise gibt, geringere Preise gibt. Es sollte aber die Transportentfernung zu einer Stadt sollte maximal vielleicht eine Stunde sein oder 1,5 Stunden, damit man tatsächlich frische Ware zur Stadt liefern kann. In mittleren, mittelgroßen Städten kann das 5 Minuten Fahrradweg sein, aber bei Großstädten muss man ein bisschen weiter raus, dass überhaupt Land verfügbar ist. Aber da halt schlau auswählen. Es gibt da viele Kriterien und eine schöne Gegend ist wünschenswert. Ansonsten kann man Gegenden auch schön machen, indem man Seen anlegt als Aquakultur, die dann aber auch ja, zum Schwimmen verfügbar sind und so weiter. Und wenn dann Agroforstsysteme gemacht werden, wird auch die Landschaft schöner. Vielfalt und ja, einfach ein Zusammenwirken von Mensch und Natur. Häuser kann man erstmal sehr günstig machen, auch wieder Open Source Ecology. Hier ein kleines Haus, das ist sogar nur 3 mal 3 mal 3 Meter. Sehr krass, aber wenn ich als junger Mensch die Gelegenheit gehabt hätte, sowas zu bauen und dann ein Stück Land zu bewirtschaften, mit meinem jetzigen Wissen wäre ich sofort losgegangen, hätte sowas gemacht. Und man kann später, wenn man dann ein bisschen so Produktion und Einkommen hat, kann man dann das vergrößern oder anders bauen. Andere Größe ist hier das Own Home von Clemens Jakob bei Tübingen. 18 Quadratmeter, modular, komplett autark. Und solche Häuser bieten erstmal genug Lebensraum mit sehr, sehr geringen Betriebskosten und brauchen kein festes Fundament, so dass man auch mit einem neuen Dorf das leichter genehmigt bekommt als ja, Teil von landwirtschaftlicher Produktion als Gartenbau. Das ist möglich. Man kann über das Landwirtschaftsprivileg auch solche Systeme machen. Man muss aber mit den Behörden absprechen, guten Plan haben und so weiter. Ja, das ist mein eigener Entwurf, den ich jetzt gerade baue. 36 Quadratmeter Innenraum, Netto-Innenraum. Man hat aber bei, ja, auf dem Land natürlich genug Fläche draußen, große Terrasse dazu, ein Gewächshaus, wo man halt auch nochmal Lebensraum hat, aber auch produzieren kann. Das ist hier der Grundriss. Also es ist im Grunde diese quadratische Grundfläche wird halbiert. Ein großer einzelner Raum, schönes Bad und dann ein Wohn-Küchenbereich und so weiter. Also das ist etwas, was aus meiner Sicht ganz gut gehen sollte. Wenn man noch ein Gewächshaus hat, muss man nicht so riesige Häuser bauen. Und wenn man mehr Platz hat, baut man an. Das, was ich im Moment baue, ist halt 2 Einheiten Modul, dann sind davon 2 übereinander, die aber auch dann eigene Eingänge haben, so dass man das getrennt nutzen kann. Und das ist eigentlich ein Konzept, was ganz gut funktioniert. Also das hier mein Entwurf. Und ja, da es macht Spaß, das zu bauen. Im Moment ist das Fundament schon drinne und demnächst geht's weiter. Und das soll Passivhaus werden, also keine Heizenergie mehr brauchen. Aber Passivhaus mit wenig Technik. Diffusionsoffen, dass man keine Zwangslüftung braucht und so. Also es ist möglichst einfache Technik, aber pfiffige Automatisierung und es wird ein Gewächshaus geben. Also das ist nicht Wintergarten, was auch teuer ist, sondern das ist ein großes Gewächshaus am Haus direkt, wo man aber auch Lebensraum hat, aber auch Pflanzen vorziehen kann und so weiter. Ja, jetzt zur Möglichkeit, mit Gartenbau Geld zu verdienen. Es gibt eine große Studie aus Frankreich zu dem Projekt von Charles Hervé Gruyère, die das Ganze gemacht haben in der Normandie.
Und die Forschung hat halt das 4 Jahre verfolgt und hat festgestellt, die erwirtschaften auf nur 1000 Quadratmeter, also nicht jetzt ein Hektar, sondern 1000 Quadratmeter Netto-Beetfläche mit biointensiven Methoden, Permakultur, mit allen Tricks, 40.000 bis 50.000 Euro pro Jahr, inklusive Aufwand für Vertrieb, was kostet das Saatgut, Kompostaufwand und so weiter. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Und da ist aber auch eine Arbeitsstelle für nötig und positiv gesehen geschaffen worden, was dann halbwegs anständig bezahlt ist, gerade wenn man niedrige Lebenshaltungskosten und eigene Nahrung hat. Aus meiner Sicht für Neues Dorf wäre das aber jetzt nicht eine volle Stelle, sondern das sollten so drei Drittelstellen sein, weil dann Vielfalt da ist, auch in der eigenen Lebensführung, was Körperliches machen, dann aber auch am Schreibtisch arbeiten. Und das ist eigentlich das, was ich mir selber auch so eingerichtet habe in meinem Leben. Ich habe eine gute Abwechslung und das schlage ich halt auch vor, dass man, ja, dass Menschen 2 oder 3 verschiedene Tätigkeiten machen und so halt auch, ja, sich körperlich nicht kaputt machen, aber auch nicht immer am Schreibtisch sitzen, der Rücken davon kaputt geht. Und das ist so die Grundidee. Ja, es gibt viele weitere Beispiele. Curtis Stone hat sehr viele Videos im Netz und es kommt immer wieder auf ungefähr 50.000 Euro pro 1000 Quadratmeter. Dann gibt es Charles Dowding in England, der hat ganz klar belegt, dass man von Umgraben keinerlei Vorteile hat, aber ganz viel Arbeit, also No-Dig-Gartenbau, sehr, sehr vorteilhaft. Und er hat fantastisches Material für kostenlos in YouTube. Also es gibt überhaupt keinen Grund umzugraben. Natürlich für die erste Installation von Gartenbau selbstverständlich, aber wenn das läuft, nicht mehr. Und wer da noch ein Schritt weiter ist, ist Dan Kittredge. Der hat es geschafft, mit Anreicherung von allen Spurenelementen und dem Bodenleben mit allen Bodenpilzen, füttert den Boden sehr gut. Die Spurenelemente sind alle da und die Pflanzen werden so stark und resistent, dass die Keime nicht mehr anfällig sind gegen Insekten und auch nicht mehr von Schnecken gefressen werden. Und er hat inzwischen tatsächlich, also er ist schon als Kind aufgewachsen auf dem Biogartenbaubetrieb, hat es gehasst, weil das nur Knüppelei war, von früh bis spät. Nach der Schule musste er immer ins Feld und er hat sich geschworen, er übernimmt den Betrieb nur, wenn er es hinkriegt, das mit entspannter Arbeit sehr gut zu machen, hochwertigste Produkte zu machen. Und das ist ihm gelungen. Und das zeigt, dass es geht. Also es gibt genug Gegenbeispiele, wo es nicht geht, aber einer, der es hinkriegt, reicht. Und das kann man dann, da kann man von lernen und das auch machen. Und es gibt nicht nur einen, sondern es gibt wirklich viele gute Beispiele, die aber leider sehr wenig bekannt sind. Und die Spurenelemente, 80 Spurenelemente sind ganz wichtig, dass wir gesund bleiben und halt auch nicht anfällig sind für Viren und andere Herausforderungen. Ja, die Produktivität von Ökosystemen. Hier ist eine Grafik von Dr. Johnson, New Mexico State University. Raten Sie mal, wie produktiv die industrielle Landwirtschaft ist. Jetzt im Vergleich, also das Produktivität hier von tropischen Regenwald zum Beispiel oder Sumpf und Marschland, Wald in den gemäßigten Zonen. Und da sollte man ja denken, dass eigentlich eine industrielle Landwirtschaft da viel besser ist, oder? Das Märchen wird uns immer wieder erzählt, wir brauchen die industrielle Landwirtschaft, um die Menschheit zu ernähren. Aber das Gegenteil ist richtig. Wenn weiterhin diese Art von Landwirtschaft gemacht wird, die extrem ineffizient ist, lächerlich ineffizient ist, muss man immer wieder sagen, diese Monokulturen mit hohem Input an Dünger, hohem Energieaufwand, mit Pflügen, Zerstörung des Bodenlebens, sind sehr, sehr ineffizient und machen Böden kaputt und Menschen krank und vergiften das Grundwasser. Was soll der Mist? Weg damit. Und das sind die Konsumenten, die das machen können, aber wir brauchen auch viel mehr Menschen, die halt auf dem Boden gut arbeiten. Ist nicht einfach, aber es gibt die Methoden.
Und das ist das, wo wir hinkommen können. Also wenn man jetzt hier, jetzt muss ich das eben mal wieder wegmachen hier, weil das ist jetzt hier verwirrend. Was ich jetzt hier zeigen will, ist, dass man mit den Methoden, die ich eben gezeigt habe, kriege ich genauso viel hin wie Sumpf- und Marschland, was sehr produktiv ist. Hochwertigste Nahrung aber. Und mit den, sagen wir mal, ganz ausgebufften Methoden, mit hoher Anreicherung von Biomasse im Boden, à la Herwig-Pommer-Esche und anderen, die so sehr extreme Systeme machen, da kann man sogar das Doppelte davon erreichen. Und das ist etwas, was nicht nur produktiv ist, sondern dann auch ein gutes Einkommen bringt, den Boden sehr stark verbessert, Wasserneubildung leichter macht. Auch mit wenig Niederschlag kann das System laufen. Es bringt aber auch, wenn man solche Systeme im großen Stil überall macht, das Klima wieder in Ordnung, sodass der Regen zurückkommt. Und da gibt es halt viele, viele Gründe, dass das überall gemacht wird, dass das politisch nicht überall schon Gesetz ist, zeigt, dass die Politik entweder überhaupt keine Ahnung hat oder halt Einflüssen ausgesetzt sind, die ihnen das einfach nicht ermöglichen. Und aus meiner persönlichen Sicht sind es oft beide Faktoren zusammen. Also wir müssen unser Schicksal in die Hand nehmen und selber was tun, gemeinsam mit den Millionen von Menschen, die was aufbauen, die man finden kann, aber die nicht in den üblichen Medien so leicht zu finden sind. Sehr selten, dass diese großartigen Sachen überhaupt gebührend mal gezeigt werden. Bei Anwendung dieser hocheffizienten Methoden droht global tatsächlich eine Verknappung an CO2, was nämlich eigentlich relativ knapp ist. Ja, der biointensive Gartenbau wurde optimiert von Jean-Martin Fortier und seiner Frau. Das Buch The Market Gardener ist auch auf Deutsch verfügbar. Biogemüse erfolgreich direkt vermarkten. Trotz des doofen Titels in Deutsch ist es ein tolles Buch. Die machen das ein bisschen zu krass, aber wenn man das zusammenbringt mit dem, was Dan Kittredge macht, dann kann es in eine sehr, sehr gute Richtung gehen. Auch die haben sehr viel Einkommen generiert, gutes Leben mit Urlaub. Allerdings ist Jean-Martin inzwischen so gefragter Referent weltweit, dass er jetzt völlig gestresst nur noch durch die Welt jettet und ja, sein Motto eigentlich entspannt zu arbeiten jetzt selber ad absurdum führt, aber das ist etwas, was natürlich leicht passiert. Ein schöner Satz in diesem Buch ist halt Vogelgezwitscher statt Maschinenlärm. Und das ist ein Motto, was ich auch für mich sehe. Ja, zusammenfassend, Stadt und Land zusammen. Gartenringe könnten halt hier um die Stadt herum viele neue Dörfer sein, die dann halt den Austausch bringen. Gute Nahrung mit allen Spurenelementen. Das hochwertige Wasser und dass die Stadt aber auch Bodenfutter produziert, dass dort Dachgärten, Urbangärten sind, wo Kinder den Gartenbau lernen können, ist katastrophal, dass Kinder überhaupt nicht mehr lernen, wo Lebensmittel herkommen. Das werden Zombies, wenn Menschen nicht mehr verbunden sind mit der Natur, einfach nur noch an irgendwelchen elektronischen Geräten hängen, werden das Zombies. Und viele werden wach, sicherlich, es ist ein Weg, aber wir müssen das nicht so brutal gestalten jetzt für die Kinder, die aufwachsen in dieser Gesellschaft. Das ist inakzeptabel, unnötig. Und bitte wirken Sie alle daran mit, dass die Kinder Zugang zu Garten haben, dass sie Gartenbau kennenlernen, Landwirtschaft kennenlernen, im Wald sind. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, das nochmal so das Bild. Neues Dorf. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt, mindestens 150 bis 300 Leute, damit es sozial interessant ist und dass man auch gemeinsam produzieren kann, gemeinsame professionelle Vermarktung machen kann. Und zusammenfassend, ja, hier nochmal der Hinweis auf die Flächenlandwirtschaft. Zusammenfassend möchte ich sagen, aufs Land für die Freiheit. Lokale Produktion verringert globale Kontrolle. Gerade jetzt, wo Globalkonzerne einfach einen unglaublichen Boom hinlegen,
auf Kosten der lokalen Betriebe, die oft anständige Arbeit machen und Menschen anständig bezahlen. Es ist alles da für positiv eingestellte Anpacker. Ob es genug Anpacker gibt, weiß ich nicht, aber wenn es gute Beispiele gibt, werden immer mehr Menschen mitmachen und auch merken, wie toll das ist, auch mal körperlich was arbeiten. Es gibt viele tolle Anknüpfungspunkte. Die Ökodorfbewegung hat viele tolle Sachen aufgebaut. Permakultur, Transition Town Gruppen, Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft, solidarische Landwirtschaft, die man gut ausbauen kann zu neuem Dorf. Aus meiner Sicht gibt es die Möglichkeiten, entweder eine interessante Nachbarschaft zu haben oder eine sehr enge Gemeinschaft, irgendwas dazwischen. Da sollte jede Gruppe halt selber gucken, was da passt. Aber damit beides funktionieren kann, muss es immer Anregungen geben für persönliches Wachstum. Wenn Menschen weiterhin aufgrund von Kindheitstraumata oder Verstrickungen agieren und gegenseitig ihre Triggerpunkte bedienen, in der Politik, im Arbeitsleben, in Partnerschaften, dann kann es nicht gut weitergehen. Traumata sind sehr, sehr leicht aufzulösen heute und das ist eine Voraussetzung, dass Menschen gut miteinander umgehen, dass sie überhaupt erstmal merken, wer sie sind. Ich habe selber eine Ausbildung gemacht in Psychokinesiologie und habe gemerkt, wie wahnsinnig weitreichend das ist. Und man kann aber auch andere Methoden haben für persönliches Wachstum. Zum Beispiel einfach Klartraum lernen, da kann man vieles auch lernen. Ja, und dann aufs Land, ja, in verlassenen Gegenden, aber mit mindestens 150 bis 300 Leuten. Und dann können wir es schaffen, dass wir eine grüne Erde haben, die könnte selbst 30 Milliarden Menschen tragen, was nicht jetzt unbedingt eine sinnvolle Zahl ist, aber ich möchte einfach mal aufzeigen, wie absurd und menschenverachtend diese Aussagen sind, dass es zu viele Menschen auf der Erde gibt. Jeder Mensch ist wertvoll und Menschen sollten sich die Möglichkeit schaffen, gut mitzuwirken, was für die Gesellschaft zu tun. Und da habe ich eine ganze Menge für aufgezeigt, weil die Schaffung einer grünen Erde erfordert auch Milliarden von Menschen, die mitwirken und dann aber gute Arbeit haben, die man auch in Vielfalt gestalten kann. Und das ist etwas, was dann ein ausgeglichenes Klima durch Dauerbewuchs, guten Boden ja, bringt, Wasser, Nahrung im Überfluss produzieren kann. Und es ist absolut machbar. Es ist profitabel, aber profitabel für die, die wirklich die Arbeit machen. Nicht profitabel für die, die irgendwo von weit weg alles abziehen und dadurch die ländlichen Gebiete verarmen. Ja, das war der Überblick zur Lage und ich hoffe, dass immer mehr Menschen einsteigen, mitmachen. Es gibt viele Anknüpfungspunkte. In meiner Internetseite Gartenring.org gibt es sehr viele Projekte, Infos, lokale Vernetzung. Das Buch ist verfügbar und ja, auch noch mehr Videomaterial, wenn man danach sucht. Es gibt inzwischen einige Gartenringgruppen, die sich regelmäßig treffen. Es gibt einige Menschen, die Projekte aufbauen. Ich kann aber auch sagen, dass ein Projekt mit 150 bis 300 Leuten schon richtig groß ist. Man sollte mit Bauern zusammenarbeiten, vielleicht mit den Kindern, die auf Höfen aufwachsen, den Hof so aber nicht übernehmen wollen und so eine gute Perspektive aufgebaut werden kann. Und das ist so jetzt mein Beitrag. Und ich danke sehr fürs Mitdenken, weil das führt dazu, dass wir so eine Vision auch realisieren können, wenn immer mehr Menschen das einfach mal mitdenken und allein durchs Mitdenken dieses Feld ermöglichen. Und das Feld ist schon entstanden und jetzt kann man da anknüpfen und ja, anpacken. Alles Gute!